Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich möchte heute mit euch über OnGuard sprechen. OnGuard ist eine Ölmischung bei doTERRA und zwar eine der absolut wichtigsten für die kommende Jahreszeit, für die kommenden 6 Monate, um genauer zu sein, und eigentlich auch rund ums Jahr. Also bei mir ist OnGuard immer im Einsatz, bei meinen Kindern, bei meinem Mann. Wir haben OnGuard immer mit dabei und OnGuard hat dadurch, dass es so ein unglaublich kraftvolles Öl oder so eine kraftvolle Ölmischung ist, auch ganz viele verschiedene Varianten, in der wir OnGuard nutzen können. Eigentlich möchte ich euch heute von einem Test erzählen, den ich gemacht habe, und euch das Ergebnis zeigen. Aber es macht irgendwie wenig Sinn, wenn ihr vorher nicht diese Ölmischung kennt. Deswegen nochmal kurz zu OnGuard, zu dieser Mischung. Was steckt da alles drin? Es ist Orange, Gewürznelke, Zimt, Eukalyptus, Radiata und Rosmarin. Diese 5 Öle stecken da drin. Diese Mischung wurde konzipiert, um unser Immunsystem zu unterstützen. Es ist eine Mischung aus Ölen, die alle sehr kraftvoll sind im Bereich oder von ihrer Wirkungsweise her antiviral, antibakteriell, antimykotisch. Ich darf keine Heilversprechen machen. Ich darf mich nicht auf Krankheiten beziehen. Ich erzähle euch jetzt einfach nur die antibakterielle, antivirale und antimykotische Wirkung dieser Öle, wenn wir zum Beispiel dieses Öl benutzen, um Oberflächen abzuwischen, um zu desinfizieren. Aber ihr wisst Bescheid, diese 5 Öle sind sehr kraftvoll, wenn wir die innerlich einnehmen, natürlich auch sehr wirkungsvoll, um uns zu schützen. Deswegen ist die Übersetzung von OnGuard auch die schützende Mischung. Das Aroma von OnGuard ist unglaublich schön. Es riecht sehr würzig, es riecht zitrusartig, es riecht ein bisschen nach Weihnachten tatsächlich, kräuterartig und sehr warm. Es ist auch wärmend, dadurch, dass Zimt enthalten ist. Es ist ein sehr anregendes Öl, das macht einem auch warm, gerade wenn man es auf die Haut aufträgt oder innerlich einnimmt. Man kann diese Ölmischung auf alle 3 Anwendungsarten anwenden, eben erstmal äußerlich, da würde ich es verdünnen, weil es eben sehr starke Öle sind, für eine schöne Massage oder eben abends auf die Fußsohlen, weil die Fußsohlen die Öle sehr gut absorbieren können, dass sie in unseren Blutkreislauf gelangen können. Dann aromatisch, das ist ein tolles Öl im Diffuser. Es schützt unsere Raumluft, reinigt unsere Raumluft und riecht gut, macht gute Laune. Es ist ein sehr anregender Duft, der auch auf emotionaler Ebene super gut auf uns wirkt. Und dann können wir das Öl innerlich einnehmen. Man kann es in eine Leerkapsel tropfen zum Beispiel und schlucken. Ich bin tatsächlich jemand, der gerne dieses Öl direkt in den Mund tropft und es gar nicht so selten morgens und abends oder bevor ich aus dem Haus gehe oder wenn ich das Gefühl habe, irgendwas ist im Anflug, dann nehme ich OnGuard direkt pur 1 bis 2 Tropfen auf die Zunge und es ist wirklich scharf. Also seid da bitte vorgewarnt, aber ich liebe es, ich liebe die Wirkung und auch dieses Gefühl, das geht auch ganz schnell wieder weg, aber im ersten Moment, vielleicht beim ersten Mal, denkt man sich, oh, okay, da sind die Fisherman's Friends, nichts dagegen. So, also wir haben einmal die Ölmischung OnGuard, dann haben wir OnGuard als Beadlets, das sind diese kleinen Kapseln. Das ist natürlich auch eine tolle Art, das Öl innerlich einzunehmen. Das sind so kleine, runde Kügelchen aus Pflanzenzellulose. Also die Kügelchen und innen drin ist ein Vierteltropfen Öl. Kann man direkt im Mund nehmen. Wenn ich es jetzt direkt runterschlucke, merke ich gar nichts von dieser Schärfe. Wenn man drauf beißt, klar, dann geht das Öl in den Mundraum und dann spürt man das schon. Dann haben wir OnGuard als Roll-On. Auch super praktisch, gerade wenn man dann abends vom ins Bett gehen sich das auf die Fußsohlen auftragen möchte. Da Orange enthalten ist, bitte nicht das Öl direkt auf die Haut, wo nachher noch Sonne dran kommt, dann gibt es Hautverbrennungen. Es gibt die OnGuard-Kapseln, eben immer so ein bisschen zusammen am Anfang. So Gelkapseln in dieser Größe, da ist dann einfach mehr drin als in den kleinen Beadlets. Also die Beadlets sind praktisch für unterwegs. Und diese Kapseln, die sind einfach gut, wenn man dann ein Glas Wasser bereit hat, dann kann man das Öl so innerlich einnehmen. Wir haben die wunderbare Mundspülung von OnGuard, die liebe ich sehr. Ich tropfe ja immer noch einen Tropfen Nelke extra mit dazu, um den Mund zu spülen. Dann gibt es die OnGuard Hand Wipes, die sind auch toll, die sind nochmal einzeln verpackt. Da stecke ich den Kindern immer so ein Päckchen, so ein Sachet in den Schulranzen oder wenn die unterwegs sind im Rucksack.
Und habe auch mal selber welche überall liegen, im Auto, in der Handtasche, überall. Dann kann man sich die Hände sauber machen und gleichzeitig auch desinfizieren. Und dann gibt es von Onguard auch noch eine Zahnseide, um die Zahnzwischenräume zu pflegen. Und wir haben auch ein Putzmittelkonzentrat, wir haben ein Spülmittelkonzentrat von Onguard, aber die stehen jetzt bei mir zu Hause im Spülschrank, nee, im Putzschrank und bei der Waschmaschine. Genau, so. Also wir haben diese super, super kraftvolle Ölmischung und wir haben da letztes Jahr am Germany Day in Frankfurt im November ein Experiment gesehen von der Ärztin. Die hat Onguard untersucht auf seine Wirksamkeit und ich wollte jetzt wirklich schon lange diesen Versuch nachmachen zu Hause, habe es irgendwie nie hingekriegt. Und als ich dann im Mai meine Eröffnung hier im Ölraum gemacht habe, habe ich dieses Blatt hier ausgelegt oder diese Formulierung für meine Gäste, der Toastbrot-Test. Und zwar nimm dir ein Toastbrot und lege es unbehandelt in eine Zippertüte. Einfach nur eine Toastbrotscheibe, so wie sie ist, in eine Zippertüte. Zweitens, nimm ein weiteres Toastbrot, tropfe 3 Tropfen Onguard in eine Ecke des Brotes und lege das Brot in eine zweite Zippertüte. Beschrifte beide Tüten, damit du weißt, in welcher Tüte welches Brot ist. Vergiss nicht, auch das Datum zu notieren. Beobachte in den nächsten Wochen, was mit den beiden Broten passiert. So, das haben meine Gäste gemacht und die haben sich dann auch nach und nach bei mir gemeldet. Und ich habe es natürlich selber auch gemacht. Ich habe diese 2 Tüten hier auch liegen und ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, zeige ich euch zuerst das unbehandelte Brot oder zeige ich euch zuerst das behandelte Brot? Ich zeige euch erst das Unbehandelte. Das war eben im Mai und ich mache das jetzt auch erst jetzt, dieses Video, weil ich wirklich wollte, dass wir da ganz klare Ergebnisse sehen. Nach 2, 3, 4 Wochen sieht man auch schon ein bisschen was, aber so richtig deutlich ist es doch jetzt, würde ich sagen, schon. Das war am 21. Mai 2023. Zeige euch hier nochmal, steht das Datum mit drauf. Das hat meine Tochter da schön draufgeschrieben. Ohne heißt ohne ätherische Öle, ohne Onguard. Und dieses Toastbrot sieht so aus. Ich hoffe, ihr könnt es ganz gut erkennen, was für eine wunderhübsche Farbe das hat. Ich werde es auch weiter aufbehalten und warten, bis es zu Staub zerfallen ist. Aber so sieht dieses Toastbrot aus. Jetzt nach Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, nach 5 Monaten. Und dann haben wir das andere Toastbrot genommen und haben da 3 Tropfen Onguard drauf getropft. Und ich würde euch jetzt gerne fragen, was ihr glaubt, wie dieses Toastbrot jetzt aussieht. Immer im Hinterkopf zu behalten, diese Ölmischung wirkt antibakteriell, antiviral, antimykotisch. Was hat sie mit unserem Toastbrot gemacht? Hier vorne nochmal das Datum. Es war der 21. Mai 2023. Und das ist das Brot. Ich hoffe wirklich, dass man das gut erkennen kann. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen schimmert. Ich habe die Befürchtung gerade, dass es ein bisschen grünlich schimmert. Aber das Brot sieht aus wie komplett im Originalzustand. Es hat kein bisschen Farbe verändert. Es hat kein bisschen, da sieht man keine Schimmelspore. Man kann überhaupt nichts erkennen an diesem Toastbrot. Das Einzige, was sich an diesem Brot verändert hat, ist, es ist fest geworden. Es fühlt sich jetzt an wie ein Knäckebrot. Wahrscheinlich ist es hier nicht zu 1000% luftdicht verpackt und dann ist die Feuchtigkeit über die Monate rausgegangen. Aber dieses Brot sieht aus wie neu. Ich finde es sehr beeindruckend. Ich habe wirklich gedacht, wenn wir jetzt da unten 3 Tropfen hintropfen, dann wird der Schimmel von hier anfangen zu wachsen und der wird irgendwann vielleicht dann auch mal aufhören. Oder nach Monaten sich dann doch auch durchsetzen können. Aber wir haben hier keinen einzigen Ansatz an keiner Stelle und auch auf keiner Seite, keiner der beiden Seiten von diesem Brot. Ich finde es super mega beeindruckend. Ich weiß, dass die Öle wirken. Es ist nachgewiesen, dass die Öle wirken. Und ich habe es selbst am eigenen Leib schon so oft erfahren dürfen. Aber dieser Toastbrot-Test, den fand ich einfach cool. Den wollte ich unbedingt nachmachen. Und ja, ich hoffe, er hat euch ein bisschen verblüffen können und er hat euch zeigen können, wie wirksam die Öle sind. Und macht den Test gerne nach, weil mir ging es ja auch so. Ich habe das gesehen und dachte, wow, aber man denkt so, naja, wie waren denn jetzt so genau die Bedingungen und hat man nicht versucht, so oder so zu beeinflussen? Aber nee,
Wie das funktioniert wirklich und macht es gerne nach und erzählt mir auch gerne, wie es bei euch gelaufen ist. Das würde mich total interessieren. Das war mein Toastbrot-Test und sein Ergebnis mit unserer wunderbaren Ongard-Mischung. Ich schicke euch ganz liebe Grüße. Lasst mir gerne ein Like da, das freut mich sehr und das unterstützt mich auch ein bisschen. Folgt mir gerne auf Instagram. Ihr findet in der Beschreibung den Namen meines Instagram-Accounts. Schreibt mir gerne eine Nachricht oder einen netten Kommentar. Habt Anregungen für mich. Und wenn ihr Lust habt, euch selbst beraten zu lassen, dann schreibt mir auch gerne. Ihr bekommt bei mir kostenlos eine Gratisstunde oder eine Stunde Beratung zur Aromatherapie, zu den Ölen von doTERRA. Wir finden auch für dich das Richtige. Jeder hat ja so seine Themen und die erörtern wir zusammen und schauen, was da passt und stimmig ist. Und ja, wir können uns hier treffen in Ebringen in meinem Raum oder wir treffen uns online in dem virtuellen Raum. Ich schicke dir gerne ein paar Ölpröbchen zu und wir schauen einfach gemeinsam. Und jetzt entlasse ich euch und bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt und schicke euch ganz liebe Grüße.